Morgen zusammen. Ja, heute ist unser 12. Hochzeitstag. Eigentlich wäre es heute zu einer Schiffsbesichtigung gegangen. Das fällt ja nun wegen Corona leider alles aus. Aber wir sind froh, dass wir mittlerweile überhaupt schon wieder ein paar Sachen machen dürfen und haben ein ganz tolles Alternativprogramm gefunden. Und zwar fahren wir jetzt nach Hamburg und haben dort Karten für dieses Miniaturwunderland. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf, denn das wollten wir schon lange mal machen. Irgendwie haben wir es nie gemacht und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Vorteil wird dort natürlich diesmal sein, dass die nur bis knapp 200 Leute jetzt im Moment reinlassen. Nachteil ist die Maske, die wir die ganze Zeit tragen müssen. Ich hoffe, der Kreislauf macht damit, aber wird schon gut gehen. Ja, und dann werden wir noch schauen, was Hamburg sonst noch so zu bieten hat. Da liegen ja im Moment, auch wenn es ein trauriger Anblick ist, aber es ist halt ein einmaliger Anblick, sehr viele Kreuzfahrtschiffe, die da quasi zwischengeparkt sind. Wir werden uns also mal einen gemütlichen Tag in Hamburg machen, eben zu Zeiten der ganzen Corona-Maßnahmen und mal schauen, wie so eine Großstadt dann eigentlich ist, wenn dort so, ja, eigentlich noch alles so im Halbschlaf ist, wie man es mal sagen will. Ja, und da werden wir jetzt mal gleich losfahren und dann sind wir hoffentlich relativ zeitnah zum Einlass in Hamburg. Scheibe schmutzig. Angekommen an der im Miniaturwunderland. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bis es losgeht. Ja, ich bin jetzt ganz gespannt und Hamburg ist irgendwie so ein bisschen wie leergefegt. Wir kennen das immer nur so richtig voll. Allerdings muss man sagen, dass wir auch sonst immer nur hier sind, wenn Events sind, wie Cruise Days, Hafengeburtstag und so. Ja, und von daher schauen wir mal. Ja, das ist jetzt hier ganz witzig gemacht. Ich habe mir hier so eine Art Straßenverkehrsordnung eingeführt, wegen den ganzen Corona-Sachen. Und hier ist es schon wie so aufgemalt, wo man lang gehen muss. Einbahnstraße und Pfeile. Aber das finde ich wenigstens mal kreativ. Ah ja, hier ist eine Straßenverkehrsordnung oder Wunderländer Straßenverkehrsordnung. Ja, finde ich ganz witzig. Thank you.
cool. Hier starten und landen die Flugzeuge. Und dann verschwinden die da durch. Mit Pommes und Bionade. Also hier kann man jetzt auch gut essen. Einige Sitze sind abgesperrt, logischerweise. Aber ansonsten, ja, das Ganze hat jetzt irgendwie 18,20 Euro gekostet. Also auch humane Preise. Ja, dann werden wir jetzt, genau, dann haben die hier so Schilder. Ja, das ist ganz gut gemacht. Und jetzt erstmal was essen. Und natürlich gibt es auch noch einen Shop. Die haben sie auch wohl so gebaut, beziehungsweise eben die Tische auseinandergezogen für den Abstand. Und auch sonst drüben kann man ja ganz gemütlich sitzen. Also hier ist es alles ziemlich entspannt und wenn man draußen sitzt, braucht man ja auch die Masken nicht. Von daher, also eigentlich ist gefühlt hier alles so wie immer, nur nicht ganz so voll wie immer. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir sonst eben auch eher zu gehen wir jetzt mal durch den alten Elbtunnel und begeben uns auf die Suche nach Kreuzfahrtschiffen. Thank you.
so einem tollen Aufzug, wo früher die Autos mit hoch runtergefahren sind. Bin mal gespannt. Steinwerder und wollten eigentlich hier mal ein bisschen Schiffe gucken. Da liegt die Aida Perla und davor liegt noch ein Schiff. Das können wir jetzt von hier überhaupt nicht sehen, wer das ist. Es müsste auch noch eine Aida sein, wenn wir das vorhin beim Anfahren richtig gesehen haben. Ja, jetzt kann man hier auch nicht mehr weiterlaufen, sondern da ist gleich der Zaun. Das heißt, man sieht nicht so viel, wie wir uns erhofft hatten. Ja, und dennoch sowieso auch irgendwie trauriger Anblick. Schiffe sollten da nicht einfach nur rumliegen. Aber gut, ist jetzt so. Ja, jetzt haben wir nur das eine Schiff und das auch nur von hinten gesehen. Aber gut, geht halt jetzt.